Die Partei des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán könnte aus der Europäischen Volkspartei ausgeschlossen werden. Der Vorstand der EVP will heute darüber abstimmen. Der Parteienbund stellt die größte Fraktion im Europaparlament. Ihm gehören auch CDU und CSU an. Orbán steht schon länger in der Kritik. Jetzt fordern mehr als ein Dutzend EVP-Parteien aufgrund einer Kampagne Orbáns den Rauswurf oder eine vorübergehende Suspendierung des rechtsnationalen Fidesz. Auf Plakaten werden EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und der US-Milliardär George Soros als Förderer illegaler Migration dargestellt. Juncker sagte dazu im Januar, dass Orbáns Partei keine christdemokratischen Werte vertrete und es keinen Platz für sie in der EVP gebe. Orbán hat die Anti-Juncker-Kampagne vorerst eingestellt. Die von ihm kontrollierten Medien ließ Orbán das Ausscheiden des Fidesz aus der EVP als wünschenswert darstellen. Fidesz und das christdemokratische Parteienbündnis sind eine christdemokratische Partei. Die EVP sollte auf diesem sehr soliden Fundament der Volkspartei bleiben. Bereits im vergangenen Jahr kritisierte Donald Tusk auf dem Parteitag der EVP Orbáns Regierungsstil. If you are against the rule of law, wenn jemand gegen Rechtsstaatlichkeit und unabhängige Justiz ist, ist er kein Christdemokrat. Wenn man keine freie Presse und NGOs mag, wenn man Fremdenfeindlichkeit, Homophobie, Nationalismus und Antisemitismus toleriert, ist man kein Christdemokrat. Einige befürchten jedoch, dass ein Rauswurf von Orbáns Partei aus der EVP langfristig die Ost-West-Spaltung Europas vorantreiben könnte. Zudem würden dem Parteienbund nach der Europawahl im Mai etwa ein Dutzend Mitglieder fehlen. Vor einigen Jahren hatten die britischen Tories die EVP verlassen. Das habe laut CDU-Europaabgeordneten Daniel Caspari zum Brexit beigetragen. Zumindest eine zeitweise ausgesetzte Mitgliedschaft des Fidesz und Bedingungen an die Partei scheinen jedoch möglich.